Guten Abend, meine Damen und Herren. Einziger Programmpunkt heute in der Sportschau, das Fußball-Länderspiel zwischen der Bundesrepublik und Spanien in Stuttgart. Wir werden Ihnen davon in einer Aufzeichnung ungefähr 40 Minuten zeigen. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen haben sich heute die berechtigte Frage gestellt, warum das Fernsehen dieses Spiel nicht direkt übertragen hat. Nun, ich darf Ihnen versichern, das Fernsehen wäre sehr froh gewesen, wenn es ab 15 Uhr die Partie original hätte übertragen können. Aber das ist leider abhängig von der Zustimmung des Deutschen Fußballbundes und die hat der DFB leider nicht gegeben. So blieb nur der Weg übrig einer verkürzten Aufzeichnung. Die Mannschaftsaufstellungen. Deutschland spielte mit Meier, Vogt, Höttges, Weber, Beckenbauer, Kullmann, Grabowski, Hoeneß, Müller, Overath und Heynckes. Die spanische Mannschaft trat an mit den Spielern Deusto, Sol, Uria, Costas, Benito, Claramunt, Martial, Piri, Garate, Asensi und Valdés. Der Reporter in Stuttgart ist Holger Obermann. Die Interviews nach dem Spiel führte Günther Wölbert. Herr Schön, wollen Sie sich zur Besetzung des Mittelfeldes selbst beglückwünschen? Auch das nicht. Man soll immer schön bescheiden auf dem Teppich bleiben. Ich freue mich natürlich, dass wir eine Variante gefunden haben, dass Kullmann anstelle von Wimmer, der ja eigentlich einer unserer Stamm-Mittelfeldspieler war, eine so gute Leistung gezeigt hat. Hat seine Aufgabe voll und ganz erfüllt, dass er zum Schluss vielleicht ein bisschen zurückgesteckt hat, war eines Teils der Schuss im Bauch, den er bekommen hat, und zum anderen die Tatsache, dass er eben ein großes Pensum geliefert hat und vielleicht auch ein bisschen mit seinen Kräften nicht so gut hausgehalten hat. Wolfgang Overath wird immer ganz besonders scharf beobachtet in der Öffentlichkeit, der Zweikampfnetzer Overath. Wollen Sie etwas zu seiner heutigen Leistung sagen? Ja, Wolfgang Overath hat heute wieder Wolfgang Overath gespielt, und zwar den Guten. Er hat kolossal viel gearbeitet, er hat auf viele einzelne Dribblings und kurze Spielereien verzichtet, er war konzentriert. Ich habe schon vor dem Spiel gefühlt, ich habe vor dem Spiel ihm schon gesagt, Wolfgang, ich habe das Gefühl, dass du heute wieder ganz in die Nähe deiner Bestform kommst. Das konnte man so an ihm sehen, er war kolossal konzentriert. Das sage ich auch, ich habe ihn sehr gelobt. Ja, Herr Schön, hat dieses Spiel sonst etwas aufgezeigt, was die Qualität der Spieler angeht oder die Formation, was Sie bisher noch nicht wussten oder was Sie nicht in dieser Schärfe gesehen haben? Ach nein, ich möchte sagen, im Laufe dieser Spiele, die wir nun gemacht haben, kenne ich ja nun alle unsere Spieler mit ihren Stärken und Schwächen. Und es ist ja so gewesen, dass wir oft nicht daran gescheitert sind, dass der eine oder andere mal schwach gewesen ist, sondern wir sind daran gescheitert, dass manchmal nichts zusammenging. Und das haben wir heute gesehen, dass unsere Mannschaft wieder eine echte Mannschaft gewesen ist. Die hat das schon vor dem Spiel zum Ausdruck gebracht in diesen paar Tagen des Zusammenseins, hat großartig mitgearbeitet und hat gesagt, wir wollen es wissen, wir wollen ein gutes Spiel liefern und wir wollen wieder eine gute Mannschaft sein. Herr Schön, das war jetzt gewissermaßen das Ende eines Vorbereitungsabschnitts auf die Weltmeisterschaft. Es waren 10 Spiele. Das nächste wird erst wieder im Februar des nächsten Jahres stattfinden. Was kann man nach dieser Zeit sagen? Haben Spieler noch eine Chance, die bis jetzt noch nicht zum Kreis gehören? Ja, ich, ohne Namen zu nennen, meine ich, dass die Tür nach wie vor offen bleibt für unseren Spielerkreis. Schon deswegen, weil ja noch immerhin ein halbes Jahr vor uns liegt. Und es kann ja durchaus vorkommen, dass der ein oder andere Spieler noch eine Verletzung erleidet und einen Leistungsabfall hat. Deswegen kann der Spielerkreis nicht groß genug sein. Aber ich muss auch dran denken, oder wir müssen auch dran denken, dass es jetzt notwendig ist, in den nächsten 5 Spielen, die wir noch bis zur Weltmeisterschaft haben, die Mannschaft mehr und mehr einzuspielen und nun nicht mehr allzu viele Experimente zu machen. Wir haben in unserem Spielerkreis eine ganze Menge Leute, die auf verschiedenen Positionen einzusetzen sind, ohne dass das Mannschaftsspiel darunter leidet. Ich nenne mal den Spieler Kullmann, der Libero, Stopper und im Mittelfeld spielen kann. Und unser Verteidiger, die auch auf allen Abwehrposten spielen können. Also ich glaube, hier sind wir doch gut besetzt und im Angriff ist es ähnlich. Sie sind mit dem Stamm, den Sie haben, zufrieden? Ich bin mit ihm zufrieden. Schönen Dank.
Neben dem internationalen Fußball, meine Damen und Herren, gab es noch eine Reihe von Regionalligaspielen und zwei Bundesliga-Nachholspiele. Düsseldorf schlug den Hamburger SV mit 2:0 und Bochum besiegte Offenbach mit 4:1. Dadurch verbesserten sich die Düsseldorfer vom 6. auf den 4. und die Bochumer vom 13. auf den 10. Platz. Die Regionalliga Südwest meldet folgende Ergebnisse: Saarbrücken gegen Neuendorf 0:0, Pirmasens gegen Worms 3:0, Neunkirchen gegen Mainz 2:0, Ludwigshafen gegen Landau 1:1, Ensdorf gegen Völklingen 0:3, Alsenborn gegen Thelei 2:0, Eisbachtal gegen Bad Kreuznach 3:2 und Speyer gegen Homburg 2:3. Tabellenspitze im Südwesten: 1. Neunkirchen, 2. Saarbrücken, 3. Worms und 4. Neuendorf. Regionalliga West: Oberhausen gegen Dortmund 2:1, Essen gegen Münster 1:2, Herne gegen SVA Gütersloh 1:2 und Ohligs gegen Siegen 0:3. Die Tabellenspitze im Westen: 1. Wattenscheid, 2. Uerdingen, 3. Rot-Weiß Oberhausen. Regionalliga Süd: Waldhof gegen Bayreuth 4:1, Nürnberg gegen Darmstadt 2:1 und Regensburg gegen Kassel 0:2 und schließlich noch drei Ergebnisse aus der Regionalliga Nord: Hamburg gegen Arminia Hannover 0:0, SV Meppen gegen Wolfsburg 1:1 und Oldenburg gegen VfB Lübeck 6:1. Alle anderen Spiele finden morgen statt. Bei den nationalen deutschen Hallentennismeisterschaften in Hannover war die Essenerin Heide Ort die erfolgreichste Teilnehmerin. Nach ihrem gestrigen 2:0-Sieg im Einzel gegen die Hamburgerin Erika Schaar gewann sie heute auch das Doppel mit Edith Winkens aus Güglingen, klar in 2 Sätzen mit 6:1 und 6:2 gegen Bärbel Käsler und Birgit Porcella aus Hannover bzw. Aachen. Bei den Herren wurde erstmals in der Geschichte des Deutschen Tennisbundes der Berliner Frank Gebert kampflos nationaler Meister. Sein Endspielgegner Attila Korpas aus Essen konnte wegen einer Verletzung nicht antreten. Korpas musste auch im Doppel auf seine Chance verzichten, indem er zusammen mit Gebert im Finale auf Ulrich Pinner und Harald Neuner treffen sollte. Die beiden Hannoveraner wurden dadurch ebenfalls kampflos Meister. Den Bowling-Weltpokal der Damen in Singapur gewann die Thailänderin Pimoratse Wises Kesini. Die Berlinerin Gisela Insinger, die in der Vorrunde an der Spitze gelegen hatte, schied als 7. im Viertelfinale aus. Noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, auf eine Sondersendung. Heute Abend um 22.10 Uhr, Europameisterschaft Formationstänze in Neuss. Morgen haben wir zwei Sportschau-Sendungen. Die erste Sportschau beginnt um 18.15 Uhr. Bericht von der Regionalliga. Basketball, 1. FC Bamberg gegen USC Heidelberg, Galopper des Jahres, Vorstellung der 6 Kandidaten. Dann DDR-Fußball, Dynamo Dresden gegen Lokomotive Leipzig und dazu als Studiogast Heinz Lukas, der Trainer von Fortuna Düsseldorf. In der Sportschau 2 um 19.30 Uhr Berichte von den Regionalligen, der WM-Tipp, Eishockey, Augsburg gegen Berliner SC und Studiogäste. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen morgen um 18.15 Uhr.